Hallo zu einem weiteren Video über die Infinity Gym 300. Heute mit dem Schwerpunkt Timecode-Programmierung. Die meisten von euch wissen natürlich, was ein Timecode ist, aber ich möchte es für die, die es nicht wissen, nochmal kurz erklären. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, hier neben mir steht noch ein MacBook. Da läuft Ableton Live drauf und in einer Spur des Ableton Lives habe ich einen SMTPE-Timecode laufen. Das ist eine Audiodatei. Die, wo, wenn man es so anhört, eigentlich nur ganz komisch klackert, relativ hochfrequenz, ziemlich ekelhaft. Aber das Pult kann daraus die Zeiten interpretieren. Ich habe mein MacBook hängt an der Soundkarte und mit der Soundkarte gehe ich über ein XLR-Kabel direkt in den Audio-In des Pultes. Der ist ja hier auch mit XLR ausgeführt, daher ist es relativ einfach zum Anstecken. Zum Testen könnte man es natürlich auch einfach schnell mit einem Adapter aus dem Kopfhörerausgang von irgendeinem Laptop machen. Wo kriege ich so einen SMTP-Timecode her? Es gibt diverse im Internet, es gibt diverse Generatoren im Internet, um sich selber einen mit speziellen Längen zu erstellen. Bei Timecodes gibt es noch verschiedene. Es gibt noch verschiedene mit verschiedenen Frame-Raten, wie 30 Frames, 24 Frames. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man verwenden will. Aber dazu gibt es im Internet relativ viel Fachliteratur. Aber grundsätzlich ist es dem Pult egal. Das Pult erkennt automatisch, welchen Timecode ich anliegen habe. Also ich habe jetzt hier einen mit 30 Frames per Second. Und wo ich es vorher getestet habe, hat das Pult automatisch erkannt, dass ich einen Timecode mit 30 Frames per Second anliegt. Ja, wie schalte ich das Ganze ein? Eigentlich relativ einfach. Ich klicke auf Setup, gehe auf Input, Output, gehe auf Timecode und in der Grundeinstellung ist der Internal Generator gewählt. So, ich gehe jetzt hier auf SMTPE Timecode und jetzt muss ich das Ganze einschalten. Das ist jetzt hier eingeschalten, Enable. Jetzt sehe ich hier ganz oben, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, steht eine rote Timecode-Zeit drinnen. 0000000 ist derzeit der Timecode, weil nichts läuft. Ja, was mache ich mit dem Timecode? Ich habe mir vorhin meine kleine Q-List programmiert, um zu demonstrieren, wie der Timecode funktioniert. Ich habe festgestellt, es fehlen noch ein paar Funktionen und Infinity muss da, glaube ich, noch ein bisschen nacharbeiten, weil es ist bisher nicht wirklich angenehm, einen Timecode eine Timecode-basierende Show zu schreiben. Ich benutze in dieser Show den Timecode, um sehr präzise bestimmte Sequenzen, bestimmte Cues abzufahren. Das wird relativ häufig gemacht, wenn es extrem genau auf Musiken, auf bestimmte Beats kommen muss. Ja, jetzt zoome ich für euch da einfach einmal rein. Hier seht ihr jetzt meine Cue-List. In der Cue-List ist mein erster Cue ist einfach ein ganz normaler Cue, wo ich einfach drin habe, dass ich irgendwas am Anfang habe. In Cue-2 sieht man jetzt schon, das ist ein Black. Das ist die Timecode-Zeit, wo man jetzt gerade gesehen hat, wo ich versehentlich weggedrückt habe. Hier sieht man die Timecode-Zeit, also 0.58.12.00. Der Trigger ist Timecode. Und ansonsten habe ich meine ganz normalen Cue-Zeiten, wo abgefahren werden. Es ist einfach, statt Go zu drücken, ist einfach sobald die Zeit im Timecode erscheint, wird dieser Cue abgefahren. Man kann das natürlich, wie man es jetzt hier auch sieht, dass der erste ist ein manueller, dann kommt ein Timecode, dann kommt ein Follow, dann kommt Timecode, Timecode, manuell, Follow. Man kann natürlich die verschiedenen Trigger kreuz und quer tauschen, wie es einen Spaß macht. Ich fahre jetzt das Ganze einfach mal ganz kurz ab, dass ihr auch seht, dass etwas passiert. Es dauert ca. 2 Sekunden, bis der Timecode beim Pult ankommt. Also die ersten 2 Sekunden vor eurer Timecode-Spur verschwinden quasi im Nirvana. Jetzt hat man gesehen, dass der erste Cue schon abgefahren worden ist. Der nächste ist jetzt ein Follow nach 10 Sekunden, der wird auch automatisch abgefahren. Und jetzt kommt wieder bei 32 Sekunden, fährt er wieder den nächsten Cue ab. So, jetzt hätte ich einen Cue, wo ich von Hand drücken muss.
und ein paar Follow-Cues. Jetzt habe ich natürlich versehentlich Back gedrückt, aber spielt ja keine Rolle jetzt. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, was man oben sieht, dass ihr das auch wisst, weil man sieht ja am Pult, dass der Timecode reinkommt. So, hier oben rot sieht man nun, dass kein Timecode anliegt, beziehungsweise dass der Timecode gerade gestoppt ist. Ich fahre jetzt meinen Timecode nochmal von vorne ab. Ich sage jetzt mal, sobald ich hier abdrücke und der Timecode losläuft, sage ich ab. Dann seht ihr mal, was ich mit den 2 Sekunden meine, die wohl im Nirvana quasi verschluckt werden. Jetzt gehe ich nur schnell einen Cue zurück. Ja, und ab. Wie ihr gesehen habt, waren die ersten 2 Sekunden des Timecodes jetzt verschluckt, aber das kann man relativ einfach lösen, indem dass man den Timecode 2 Sekunden vor der Musik startet. Ja, jetzt läuft der Timecode. Wie man sieht, jetzt wird es auch grün und er tackert jetzt gemütlich durch, bis er fertig ist, beziehungsweise bis er nichts mehr kriegt. Wenn ich jetzt hier Stopp mache, dann stoppt der Timecode auch. Das dauert wiederum keine 2 Sekunden. Was jetzt leider nicht ganz ideal ist, wenn ich mir einen Timecode schreiben möchte, ich muss mir wirklich diese Zeiten, ich muss in meiner Software Stopp machen, dann sehe ich die Zeit und die Zeit muss ich auf die Aktion eintragen. Oder ich lese aus meinem Projekt aus, aber ich habe derzeit keine Möglichkeit, dass die Konsole lernt. Was natürlich am besten wäre, ist, ich drücke meine Cue-List auf die Musik mit und er merkt sich immer dann, wenn ich gedrückt habe, schreibt er den Timecode automatisch rein. So machen es viele andere Hersteller, das wo natürlich die Timecode-Programmierung deutlich leichter macht, weil das dauert wirklich ewig, immer das Stoppen, sich die Zeit rausschreiben oder hier reinschreiben und dann passt es wieder nicht präzise, dann muss man wieder die Zeit ändern. Wünschenswert wäre einfach echt eine Timeline zu haben, da wo die Cue-List drinnen ist und immer wenn ich Q drücke oder Go drücke, dann setzt er mir einen Marker und diese Marker kann ich hin und her schieben und er übernimmt die Markerzeiten direkt in meine Cues. Das wird es deutlich einfacher machen. Also ich möchte derzeit auf der Konsole keine große Timecode-Show programmieren. Aber grundsätzlich ist es so, es funktioniert, das ist ganz nett, aber es muss einfach noch daran gearbeitet werden, dass der Arbeitsablauf deutlich schneller wird. Ja, das für heute zum Thema Timecode-Programmierung. Falls es Fragen gibt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ich versuche auch immer zu antworten. Ihr könnt es mir auch in Facebook schreiben oder sonst irgendwo. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.